zuallererst, meine Maschine hat einen neuen Standort und zwar jetzt hier im Kallax-Regal, ein bisschen umgebaut. Sieht das Ganze dann so aus. Und heute wollte ich ein paar Gläser verzieren. Hier habe ich schon eins gemacht. Ich hoffe, man kann es lesen. So. Und jetzt folgen noch vier weitere. Und zwar hatte ich mir diese Aufkleber hier ausgesucht. Hier so Water Bottles with, keine Ahnung, was da dran steht. Dann gehe ich auf Anpassen, weil das hier habe ich ja jetzt schon gemacht. Und jetzt folgen die hier. So, jetzt kommt etwas Gelbes. Und dafür habe ich mir auch buntes Vinyl jetzt bestellt. In so ganz vielen Farben. Dafür brauche ich jetzt ein Stück, was 8 x 10 cm lang ist. Das mache ich wieder hier mit. So, das ist jetzt auch schon fertig, das kleine Stück hier. Das kommt jetzt hier drauf. Die ist mittlerweile echt dreckig geworden. Mal gucken, wie lange das noch hält. So, das ist jetzt drauf. Dann drücke ich hier auf den Computer weiter, verbinde den Computer mit der Maschine. Dann kommt das hier rein. Und wir brauchen nur das Schneidewerkzeug und los geht's. Jetzt das Ganze fertig. Und jetzt wird einmal das alles entfernt. Dann muss man hier die gelbe Folie einmal abziehen. So, ganz vorsichtig. Damit auch nichts kaputt geht. Jetzt habe ich schon mal einen Großteil ab und den Rest füllt man dann hiermit ab. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Und jetzt kommt ein Transfer-Tape da drauf und zwar in derselben Größe. Man kann die übrigens auch mehrmals benutzen, das ist jetzt dasselbe wie von Glas eben. Und das mache ich jetzt hier einmal drauf. Und zwar ziehe ich dafür das hier ab. Und dieses haarige Monster kommt jetzt hier drauf. Wenn das jetzt hier drauf ist, muss man hiermit mit so einem Schaber halt das geschnittene Vinyl an dieses Transfertape irgendwie dran machen, damit, wenn man gleich das Transfertape abzieht, auch der Vinylschnitt mit runter geht. Das kann man machen, indem man hier vorne so macht, hinten so macht und irgendwann funktioniert es dann. So, und jetzt kann ich es vorsichtig abziehen. Wenn es an einer Stelle doch nicht abgehen sollte, nochmal nacharbeiten. Aber es sieht sehr gut aus. Ja, fertig. Jetzt hat man das Ganze hier drauf und kann das dann dahin machen, wo man es möchte. Und zwar kommt das hier jetzt auf die Flasche. Sehr vorsichtig. Irgendwie rollt die mir ein bisschen zu viel. Nehme ich die andere Flasche. So.
Und jetzt muss das auch wieder so dolle dran geklebt werden, dass man die Folie abziehen kann, ohne dass das Gelbe abgeht. So, ganz vorsichtig. Und fertig. Jetzt ist alles auf einem Glas ordentlich, so wie man es ausgeschnitten hat. Das mache ich jetzt auch noch mit den anderen Gläsern. So sehen dann die ganzen Gläser aus, wenn sie fertig sind. Hier ist einmal das Gelbe. Ich glaube, so sieht man es besser. Dann das Pinke. In Grün. Blau und lila. Perfekt für den Sommer als cooles Getränk und so. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo meines Kanals.